Nun ist über ein Jahr vergangen, doch aufgeben ist nicht drin. In Staffel 2 versuchen wir, die erwirtschafteten 30.000 Euro mit vollem Einsatz zur Million zu bringen. Es ändern sich jedoch die Spielregeln. Wir werden altbekannte Kontakte und Wildcards nutzen, um das Maximale rauszuholen. Außerdem gibt es immer wieder kleine Challenges mit der Community, die wir bestreiten, um uns Vorteile für beide Seiten rauszuholen. Begleitet mich auf dem steinigen Weg zur Million in der zweiten Staffel. 100 Euro zur ersten Million und merkt euch, nur wer aufgibt, hat verloren. Was bisher geschah? Sondern Amazon und Webshop. Also wollen wir uns eine Schleifmaschine holen, eine VMI Hybrid. So, meine Freunde, jetzt wird gelistet. Wie gesagt, alles Ware von der 100 zum Mir Challenge. Es kam von 50 Euro mal für Starten, für die Schraubendreher, für das Ding hier, für die Kiste und zwei Shorts. Die Zeit, die wir da gebraucht haben, ich denke mal, bis es fertig ist, 4 bis 4,5 Stunden. Ich kann's kaum glauben, Freunde. Wir haben einen Provisionsdeal und das am 30.03. Wir haben heute Donnerstag, Tag Nummer 8, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben 100 von diesen Rechnern jetzt dann zum Abholen auf Provisionsbasis. Plus, kann ich euch dann auch noch gleich zeigen, Touchpanel-PCs, 21 Zoll, 19 Zoll. Wir bekommen die absolut for free, müssen dann ein bisschen was abgeben, wenn wir einen Sale haben. Das bedeutet, Provisionsdeal April haben wir jetzt schon erledigt und wir haben erst den 30.03., also 30 Tage vor dem Ablauf haben wir das jetzt schon. Das sind noch die Panels, die wir bekommen, die sind auch gut was wert und wie gesagt, es ist erst erledigt, wenn wir es wirklich hier haben. Jetzt gehen wir ins Auto, jetzt starten wir los, Donnerstag, Tag Nummer 8, läuft schon richtig, richtig geil. Und weil einige fragen, wie ich das Ganze schaffe, ihr seht es, glaube ich hoffe die Uhr fokussiert, ich habe diese Woche schon, heute ist Donnerstag, 26,4 Kilometer gelaufen, über 5 Kilometer geschwommen und über 50 Kilometer mit dem Rad hinter mir. Und das mache ich jetzt parallel zum Beispiel. Ich hatte gerade Mittagspause, bin meine heutige Strecke gelaufen. Also das kommt noch mit dazu, Freunde. Ihr seht es hier, eine Sekunde, den Run habe ich heute schon absolviert in der Mittagspause. Man muss einfach durchziehen im Leben, weil man bekommt einfach nichts geschenkt. So ist es halt einfach. Let's go, jetzt geht's ins Auto, jetzt holen wir den Deal. Am Abend wird dann nochmal von 19 bis 21 Uhr ein bisschen geschwommen. Let's fucking go. Sehen, ich habe sonst nochmal eingeblendet. 80 Kilometer mal 260 Kilometer. Dieses Auto braucht ungefähr 10 Liter auf 100 Kilometer. Sagen wir mal, bei 200 wären es 20 Liter. Werden wir 25 Euro ungefähr abziehen, weil es ein bisschen weniger wie 20 Liter sind. Minus 25 Euro für den Sprit. Und jetzt starten wir mal direkt los. 56 Minuten habe ich, zwischen 14 und 15 Uhr habe ich Treffpunkt dort. Freue mich übelst, wirklich übelst, übelst, übelst. Wichtig ist, Ladegerät immer dabei, dann kann ich währenddessen mir einen Podcast reinziehen. Und jetzt fahren wir mal los. Wo bin ich denn hier gelandet? Überall so Stacheldrähte. Jetzt muss ich zum Schranken, das ist Schranke Nummer 1. Und ich glaube, ich muss jetzt hier Schranke Nummer 2. Das ist richtig übelst weird. Jetzt muss ich hier irgendeine Nummer eingeben, dass ich dorthin komme. So, Freunde, ihr könnt es, glaube ich, sehen, die ersten Dinge sind hier am Start. Ich gehe jetzt hier noch kurz rundherum und zeige es euch im Kofferraum. Genau, hier haben wir das. Das sind 21 Zoll Monitore über Bestand, noch komplett neu. Die zwei hat er mir dazu geschenkt auch noch. Das sind so kleine Rechner. Alles perfekt für Smart Home, sollte jemand Interesse haben, kann er sich melden. Richtig nice, mache ich natürlich zusätzlich noch ein Video. Und jetzt holen wir uns noch die anderen 100 und dann schauen wir mal weiter. So, Freunde, eine sehr wichtige Geschichte ist, dass ihr euch noch einen Lieferschein mitgibt. Auch wenn es gratis ist, beziehungsweise auf Provisionsbasis, ist es wichtig, immer zu wissen, was ihr bekommt. Zu Hause dann die Dinger starten, die Dinger vergleichen, schauen, ob alles so passt, die Seriennummer. Und jetzt geht es zum nächsten Deal. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So, Freunde, ich habe alles richtig berechnet. Wenn ihr das seht, alle passen rein. Und in einem so ein Ding müssten 10 Stück drin sein. Das checken wir aber noch kurz.
Lieferschein habe ich hier schon unterschrieben. Sollte man vorher checken, bevor man unterschreibt. Aber hier sind halt einfach wirklich 10 Stück drinnen. Und ja, mehr zeige ich euch dann zu Hause. Wir sind komplett voll. Und ihr seht es jetzt nochmal, hier sind jetzt die Touchpanels. Und ganz hinten sind die 100 kleinen PCs, wo man beispielsweise, jetzt dreht die Lüftung mal ab, wo man beispielsweise Smart Home und so weiter alles damit machen kann. Seht ihr hier hinten, hier die Touch-PCs, 2 Lieferscheine habe ich hier, 1, 2. Mein Zeug habe ich auch wieder beisammen, nasse Haare. Aber ja, jetzt geht es nach Hause. Richtig nice, wenn man hier sagt, okay, durchschnittlicher Wert 200 Euro bei den kleinen PCs oder auch nur 150, wären das schon... Ihr könnt euch ausrechnen, 15k plus die Panels. So Freunde, wir haben jetzt hier die ganzen 21 Zoll Touch Displays aufgelegt. Hier haben wir schon die kleinen PCs, die will ich euch jetzt ganz kurz zeigen. Die 2 haben wir hier auch noch dazu bekommen, die seht ihr glaube ich jetzt auf der Kamera nicht. Ich zeige es euch ganz kurz. Also ich habe jetzt einen aufgemacht, wenn wir so und so für die Fotos brauchen. So sieht das Ganze aus. Das ist so ein, ich sage jetzt mal für die Laien, Mini-PC. Hat hier HDMI beispielsweise, USB 2.0, hier USB 3.0. Und ja, kann man zu verschiedenen Anwendungszwecken verwenden, Smart Home, Telefonanlagen und so weiter. Hier haben wir einfach mal 100 Stück davon bekommen. Die haben einen Neupreis von 300 Euro pro Stück, 100 Stück kann man davon bekommen. War alles noch original verpackt, verschweißt, die sind neu, mit Siegel sogar drauf. Wie gesagt, ich habe jetzt ein Siegel gebrochen und sind auch super schön verpackt. Wie gesagt, ihr seht es, super schön zu lagern, so sieht das Ganze aus. Und so das Ganze aufgemacht, hier unten ist noch das Netzteil am Start. Geile Geschichte. 100 Stück von denen, dann haben wir noch den hier, das sind die gleichen grünen mit ein paar anderen Anschlüssen und dann haben wir hier noch die 19 Zoller Displays sozusagen, Touchpanels und jetzt zeige ich euch noch kurz die 21er. So sehen die 21 Zoll Panels aus, das ist richtig heftig, weil ich dachte mir ist alles gebraucht, in Wirklichkeit ist das alles komplett neu, das ist einfach so ein großes 21 Zoll Industrie Touchpanel mit verschiedensten Anschlüssen, wenn ihr da Bock drauf habt, beziehungsweise wenn ihr da ja sozusagen Interesse habt, meldet euch bei mir. Die verkaufen jetzt dann auch gleich ab. Hier alles noch neu, also diese Neuwaren, da haben wir einfach auch mal richtig viel Stück bekommen. Heftiger Deal, würde ich sagen, Freunde, gerne schreibt es in die Kommentare. Sorry hier für das schlechte Licht. So Freunde, jetzt kommen wir zu einem lustigen Teil. Wir wollen ja 5000 Euro Umsatz bis 30.04. bis 30. April erreichen. Und jetzt kommt mal das erste Auscashen. Ich habe euch immer gesagt, ich mache es hier, weil hier wurden alle Gebühren, wie ihr hier sehen könnt, schon abgezogen. Und jetzt können wir uns mal 529 auscashen. Und diese 529 schreiben wir uns jetzt unserem Guthaben gut. Und bei unserer 5000 Euro Challenge bis Ende April haben wir auch schon 529,27 jetzt gemacht. Ist ein cooler Batzen, finde ich, trotzdem mehr wie 10%. Let's go, weiter geht's, Freunde. Hier haben wir schon wieder einen kleinen Betrag angehäuft. Die Sales laufen gut natürlich, aber ich glaube, das ist das Transparenteste. Über 500 Euro haben wir jetzt eingesackt. So, Freunde, wir haben uns jetzt noch ganz kurz den Banner geholt, will ich euch zeigen. Der Banner ist meiner Meinung nach okay. Also wir haben da noch ein bisschen was ändern lassen, aber für die 17 Euro das Ding nehmen. Wir pflegen den dann auch gleich bei unserem YouTube-Kanal ein. Wie gesagt, ich bewerte da immer gut. Wenn es gut ist, natürlich, wenn es richtiger Rotz wäre, dann nicht. Aber grundsätzlich hat das schon gepasst. Man muss immer denken, okay, wie viel gibt man aus und wie viel bekommt man dafür? Das ist vollkommen okay. Trinkgeld gebe ich hier keins, weil wir eh begrenztes Kapital haben. Ja, Freunde, jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze bei YouTube dann einfügen. Eine Sekunde. Ich bin jetzt hier auf dem YouTube-Kanal, musste das Ganze aber dann noch komprimieren, weil es einfach zu groß war. Also ich habe dann einfach eingegeben, Datei verkleinern, JPEG, ist glaube ich war 25 MB groß. Wie gesagt, das reicht nicht für YouTube. Habe das Ding dann eingefügt und jetzt ja mal das erste Video dann hochladen und dann schauen wir mal, wie der Kanal ausschaut. Und ich kann euch jetzt schon sagen, weil es ist ein bisschen später, wie diese Aufnahme hier, es ist was ganz, ganz Heftiges passiert, meiner Meinung nach. Und das ja, macht mich sehr, sehr positiv, würde ich sagen. Freunde, bleibt dran. So, Freunde, bevor wir jetzt auf die Videoleistung und auf den ganzen Upload eingehen, will ich euch ganz kurz das Video im Schnelldurchlauf zeigen. Viele haben es schon gesehen, sonst gibt es einfach ganz kurz. Aber das ist das fertige Ergebnis in ganz, ganz schnell sozusagen. Wir haben 6 Stunden insgesamt gebraucht, wenn ich wir sage, meine ich, für die Aufbereitung, für alles zusammen und das Endergebnis. Hier ist der Controller live und in Farbe sozusagen funktioniert. Haben wir natürlich alles getestet. Ich bin übelst zufrieden mit dem Endergebnis. Sieht eigentlich aus wie neu das Ding. Und jetzt kurz das Video, bevor wir uns dann das anschauen, was meiner Meinung nach extrem heftig ist.
see her rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make it. So Freunde, auch bei diesem Standbein läuft es relativ gut. Wir haben das Video jetzt gelauncht und fehlen noch die Shorts, um den Haken auch hier machen zu können. Aber es läuft gut, wir haben erst Anfang April. Aber was viel wichtiger ist, sind es nicht hier diese Abonnenten. Der eine oder andere wird jetzt sagen, okay, das ist wahrscheinlich von deinen Kollegen. Aber ich zeige euch jetzt was richtig Heftiges, was ich so auf meinen Kanälen noch nie hatte. Ich habe, wenn ich einen neuen Kanal mache, pushe ich den immer mit den anderen Abonnenten. Aber hier ist es ganz, ganz anderes, besseres und cooleres passiert. Also Freunde, wie schaut das für normal aus? Ich kann es euch hier jetzt mal ganz kurz zeigen. Hier war der Drop von diesem Video und hier haben wir 285 Aufrufe. Da kann man sagen, okay, diese Aufrufe sind wahrscheinlich von deinen Abonnenten, die es irgendwie gesehen haben auf RMK oder was auch immer, sind gekommen oder von dem Video hier. Ja, okay, aber schaut euch das an. Hier 209 Aufrufe und dann passiert was, was auf meinem Zweitkanal, auf ganz, ganz wenigen Videos bei meinem Hauptkanal passiert, nämlich das hier. Schaut, seht euch das an. 2 Tage später habe ich doppelt so viel Aufrufe wie beim Launch. Und nein, ich habe hier keinen Repost irgendwo gemacht bei mir, sondern der war hier und nicht hier. Und jetzt wird es richtig spannend, Freunde. Das gleiche ist hier bei der Watchtime auch. Aber jetzt ist es wirklich spannend, nämlich wenn wir uns das Ganze hier anschauen. Auf den ersten Blick, okay, Nutzer ohne Abo 81%, also hier ist auf jeden Fall Potenzial nur nach oben, weil 1000 brauchen wir, um das Ganze monetarisieren zu können, 144 oder das Hammer. Aber viel, viel spannender ist nicht das hier, auch nicht das hier, sondern das hier. Und jetzt seht ihr das erste Mal, dass meine Taktik irgendwie jetzt schon leichte Früchte trägt, Freunde. Was meine ich damit? Okay, 20,1% sind aus Deutschland und grundsätzlich sagt man so, deutsche Viewer sind richtig nice, also bei meinem Hauptkanal sind es fast 100% der Viewer, aber viel cooler ist einfach zu sehen, dass, eine Sekunde, jetzt bin ich hier, ich muss einmal zurück, dass einfach auf Platz 2 die Amerikaner stehen. Warum? Weil ich genau diese riesen fette Zielgruppe ansprechen will. Deswegen laber ich da ja auch nichts. Ich kann die Videos noch optimieren, indem ich ein paar Titel reinpacke und vielleicht das Bild mal stoppe und so eine kleine Anleitung parallel mache. Aber seht ihr das? Das sind Leute, die sind nicht von RMK, die kennen mich nicht. Und es sind 8% der Views sind hier schon gekommen. Von Österreich 2,1, okay, das könnten wieder Views von mir sein. Kann man sagen, obwohl ein paar definitiv auch nicht da sind. Aber hier, Vereinigtes Königreich 1,5 und Kanada 1,4. Also ungefähr 10-11% eigentlich. 11% sind Viewer, die ganz, ganz neu generiert sind. Bei dem ersten Video, Freunde. Und das ist absolut geisteskrank, wirklich. Das ist wirklich, wirklich heftig. Und der im YouTube-Game vielleicht drin ist, der weiß das. Und dieser Anstieg, das ist einfach Wahnsinn. Und seht euch die laufenden Views an. Ich habe das nirgends mehr gepostet. Das ist heute. Ihr seht es jetzt noch, nach ein paar Tagen. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Und da sehe ich so enormes Potenzial. Und ja, wir müssen weitermachen. Und was habe ich als nächstes vor? Will ich euch noch ganz kurz zeigen, bevor wir zum Listing kommen. Und das nächste, was wir jetzt vorhaben, sind, hört mal, vergilbte Lego-Steine. Solche Controller wurden schon öfter von jemand anderen restauriert, aber vergilbte Lego-Steine habe ich noch nie gefunden. Funktioniert das Ganze? Kann man die so aufbereiten, dass sie wieder ausschauen wie neu? Die habe ich jetzt hier bestellt. Das kommt dann in der nächsten Folge in diesem Bereich. Ihr müsst euch das immer vorstellen. Die Folgen sind untergliedert in die verschiedenen Bereiche der Standbeine, die ich immer weiter treibe. Provisionsverkauf, ihr wisst, was ich meine, YouTube und jetzt dann auch eBay. Und ja, wie gesagt, für diese Standbeine habe ich das organisiert, das machen wir diese Folge nicht mehr. Ich kann sie jetzt auch nicht auspacken, weil ich sie im Video auspacken will natürlich. Aber ich sehe hier wirklich heftigstes Potenzial und das Coole ist, ihr könnt mit mir mitmachen. Was haben wir jetzt noch zu erledigen? Wir müssen noch 2 Shorts erstellen. Eins kann ich aus dem noch machen, eins werde ich aus dem machen. Und dann haben wir auch hier den Haken schon. Dann fehlen uns nur noch eBay, also die 1000 Listings, dass wir auf die 2000 kommen oder und 5k Umsatz, nicht oder, sondern und. Und die Schleifmaschine müssen wir uns auch organisieren und die Dienstleistung ausschreiben.
Also grundsätzlich schien es fast zu gut zu laufen. Ich habe nach relativ kurzer Suche eine Suchanfrage dann bekommen für eine VMI Hybrid für 1.100 Euro und er würde mir noch 20 Spiele als Vorführung schleifen, sodass alles funktioniert. Das habe ich dann angenommen, das Angebot, habe schon die Spiele ins Auto geladen, um einfach ja gleich den Schliff dann auch dort zu bekommen. Bin dann ins Auto rein und habe dann den Anruf bekommen, der leider alles durcheinander brachte und ja, hört einfach mal selbst. Okay, ja, kannst du das auf jeden Fall noch kurz versuchen, sonst meldest du dich bei mir nochmal, oder? Dann warte ich kurz noch. Du versuchst gern und dann schauen wir uns gleich. Ich bin gerade im Auto, ich bin Gott sei Dank noch nicht weggefahren. Rufe ich der Kollege von der Schleifmaschine an, dass es irgendwie die ganze Zeit los ausgeht, die Maschine. Er hat die halt eingeschickt und hat die wechseln lassen. Jetzt tauscht er noch kurz die Tanks, dann ruft er mich nochmal an. Das wäre jetzt übel scheiße. Ich habe hier Geld schon geholt, er will es bar haben, er sitzt und ich sitze gerade schon im Auto, bin aber noch hier beim Lager. Das bedeutet, Gott sei Dank bin ich ein bisschen verspätet losgefahren oder wollte ich ein bisschen verspätet losfahren. Stell dir vor, ich fahre um 10 los, dann bin ich auf halber Strecke. Boah, das wäre ja natürlich mühsam jetzt, aber schauen wir mal, er ruft gleich an. Deswegen. Okay. So Freunde, ihr habt es glaube ich jetzt gerade gesehen. Alles läuft nicht nach Plan. Die Schleifmaschine ist ist irgendwie doch defekt. Er hat es eingeschickt, zurückbekommen, defekt, habt ihr ja gehört. Jetzt haben wir hier unsere Geräte. Ich werde die jetzt auch einstellen. Die sind halt noch gebrandet mit der alten Firma. Aber so sieht das Ding aus, habe ich euch ja schon gezeigt. Spannend ist auch noch, die sind alle noch versiegelt, habe ich auch schon gesagt. Aber hier auch Netzteil und so weiter. Schauen wir uns auch kurz an. Ist halt auch noch alles original verpackt, das ganze Zeug. Genau, hier das Kabel und hier noch Leisten, wo man es festmachen kann, das Ganze. Was ich euch noch ganz kurz sagen will, das schaut hier ein bisschen aus. Den habe ich ja schon geöffnet, den verlose ich an euch. Alle, die dieses Video abonnieren, kommentieren und liken. Und freundlicherweise wird dieses Video von Safdesk, dem Buchhaltungsprogramm, zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, miteinander verlosen wir einen so einen Rechner an euch gemeinsam. Rabattcode zu Safdesk, dem Buchhaltungsprogramm. Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ich fange gerade mit dem Reselling an, Einnahmeüberschussrechnung, relativ einfach, sehr kostengünstig. Mit meinem Code gibt es die ersten 6 Monate zum halben Preis. Vielleicht hat jemand Bock. Vielen lieben Dank für den Support an Safdesk. Und wie gesagt, an alle, die jetzt hier liken, abonnieren und kommentieren, können das Ding hier gewinnen. Und ja, das aufgemachte Ding, ich packe es euch natürlich schön wieder zusammen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, jetzt müssen wir mal die Dinger listen und da erhöhen wir gleich mal den Shopwert auf 20.000 mehr, glaube ich. Hey Kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. So meine Freunde, schaut euch das an, 58.662,14 Euro ist jetzt der Einstellwert, die PCs haben ein bisschen gepusht, kann man sagen, ist aber auch klar, weil ich 100 Stück da habe, zu 249 Euro, wie gesagt, einer wird verlost an euch, ich habe noch ein paar mehr dazu bekommen, es sind ein bisschen mehr wie 100 und ihr seht, hier haben wir den Kollegen für 249, 100 Stück
mit Multirabatt. Natürlich bei den Bildern muss ich noch ein bisschen besser werden, beziehungsweise ich habe nur mein Handy genommen, nicht die Kamera, weil ich die Kamera nicht in der Challenge irgendwie gekauft habe. Bei 1071 sind wir, da muss man noch ein bisschen pushen, also Schleifmaschine ging leider schief, habe ich aber, wie gesagt, noch Hoffnung, dass ich da eine bekomme. Und jetzt braucht man noch in den 25 Tagen 930 Listings und ungefähr, ja, 4000 Euro Umsatz, Freunde. Und gebraucht habt ihr auch keine, die ihr irgendwie loswerden wollt. So, Freunde, jetzt muss ich den hier kurz checken. Wenn hier das richtige Mainboard drin ist, haben wir auch wieder 300 Euro Umsatz. Hier löst er seinen Shop auf und hat mir den ganzen Shop inklusive der Schleifmaschine und alles angeboten. Schauen wir mal, ob wir das kaufen können. Das könnte heftig werden. So, Freunde, jetzt ganz kurz die Auflösung. Schreibt mir dann, oder der Gewinner soll mir bitte unter huber-rene@outlook.com schreiben, einen Screenshot vom YouTube-Kanal schicken für die Wildcard. Ich lose den jetzt aus. Neues Gewinnspiel wird beim nächsten Video wieder am Ende ausgelost. Da gibt es den PC, den wir heute eingestellt haben, den ich für 249 Euro eingestellt habe. Nur liken, abonnieren und kommentieren, dann seid ihr dabei. Und jetzt starten wir mal und schauen, ja. Schau, ich habe es auch ganz, ganz spät gemacht, kurz vor dem Video-Upload, damit wirklich hier bis zum letzten Moment Zeit habe. Also eine Stunde vor Video-Upload habe ich das Ganze jetzt gestartet, 69 waren dabei und t.hack, supergeil, hat gewonnen. Bitte schreibt mir unter huber-rene@outlook.com und wie gesagt, am 5.4., also wirklich, ich warte immer bis eine Stunde vor sozusagen Einsendeschluss. Und ja, in diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann. Ciao.